Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warships zusammen mit eurem Rio. Und ich habe heute die South Carolina für euch. Das erste Schlachtschiff der amerikanischen Reihe. Fängt also an auf Tierstufe 3. Davon ab geht dann später noch die Wyoming. Und von der Wyoming kommt man dann auch zu den Flugzeugträgern, zur Langley. Das ist auf jeden Fall ein sicheres Ziel, was ich habe, weil mir die Flugzeugträger viel Spaß gemacht haben. Und davor muss ich aber erstmal bis zur Wyoming spielen und dann werde ich wahrscheinlich die Reihe auch so an sich weitermachen. Muss ich mal schauen. Ich bin da ja noch ein bisschen offen und fange jetzt erst wieder richtig an, World of Warships zu spielen. Was haben wir mit der South Carolina? Wir kommen erstmal so ein paar, so ein bisschen zu den tatsächlichen Fakten hier im Spiel und danach werde ich ein bisschen wieder auf die Geschichte eingehen. Wir haben hier drauf vier Zwillingstürme mit 305 mm. Wirklich relativ kräftig. Ihr seht das hier schon, ist schon ein gewaltiges Kaliber für die Tierstufe. Wenn man Top-Tier ist, dann macht das schon ganz gut Rums. Ist aber nicht allzu genau. Wir haben eine maximale Streuung von 172 Metern. Ein HE-Granatenhöchstschaden von 4100. Jetzt können vielleicht der ein oder andere sagen, ja, bei dem Kaliber ist das aber ein bisschen wenig. Ist halt so. Wir haben eine Brandwahrscheinlichkeit nach HE-Granatentreffer von 20%, was wiederum ganz gut ist, wenn wir uns mal die St. Louis als Vergleich angucken. Da sind wir nur bei 7%, aber haben hier natürlich auch eine wesentlich geringere Streuung. Die Turmdrehgeschwindigkeit, typisch für ein Schlachtschiff, das dauert eine ganze Weile, 38,3 Sekunden. Also wenn man ein anderes Ziel anvisiert, kann man sich in der Zwischenzeit schnell mal einen Kaffee holen. Das ist hier auch ganz typisch und wir haben auch nur 2 Schuss pro Minute. Das gilt natürlich pro Turm, aber ja, trotzdem, also 30 Sekunden Reload-Time. Ohne irgendwelche besonderen Skills oder Perks oder sonst was. Das ist rein auf dem Papier so. Mit einem 100% Kapitän natürlich immer, ne? Oder 100%, ich meine, Prozente gibt es ja hier an sich nicht. Finde ich übrigens gut, dass das hier so skillbasierend ist und dass nicht mehr so dann das Schiff extrem beschnitten wird, wie es bei World of Tanks der Fall ist. Das habe ich bisher, glaube ich, noch nie erwähnt. Gefällt mir hier aber sehr gut, das System. AP-Granaten haben wir einen Höchststand von 8100. Damage, Struktur, wie auch immer, und eine Feuerreichweite von 11,2 Kilometer. Ja, das an der Stelle. Das sind auf jeden Fall die Türme, relativ simpel. Wir haben natürlich auch eine Sekundärbewaffnung drauf, die sieht man auf dem ersten Blick nicht so vehement, beziehungsweise dieses auf dem ersten Blick nicht so dominant, wie es beispielsweise ja bei der St. Louis eigentlich, was heißt Sekundärbewaffnung, dominant ist da auch nicht der Fall, aber ich finde, bei den japanischen Kreuzern sieht man die etwas stärker. Hier sieht man eigentlich nur hier die Buchten, aber es sind trotzdem tatsächlich ganze 20 Kanonen, jedoch nur 76,2 mm Kanonen. Das bedeutet, man sollte jetzt nicht unbedingt immer darauf beharren, in den Nahkampf zu gehen, weil viel Druck kommt von den Dingern nicht. Die schießen natürlich mit HE-Granaten und machen einen Höchststand von 1100. Haben aber eine ganz gute Brandwahrscheinlichkeit dafür, dass es so viele Kanonen sind und die Feuerrate so hoch ist. Das sind nämlich 10 Schuss pro Minute pro Kanone natürlich. Also da zündet man relativ fix einen an. Und eine Feuerreichweite von 3 Kilometern, also fast schon auf Ramming, RAM-Reichweite. Flugabwehr haben wir ja auch drauf, die kann man aber eigentlich getrost vergessen, weil das sind nur die 4 Dinger auf diesen Türmen hier oben. Da einer und dann hier drüben noch einer und hier drüben noch einer. Das sind nur 76 mm Kanonen, also das ist gar nichts. Hat auch nur einen mittleren Schaden von 8 pro Sekunde gegen Flugzeuge. Manövrierbarkeit denkbar schlecht, ist ein Schlachtschiff. Höchstgeschwindigkeit 18,4 Knoten. Damit ist sie wirklich sehr langsam und ein ziemlich gewolltes Ziel oder ziemlich schönes Ziel für Flugzeugträger. Wendekreis 480 Meter, Ruderstellzeit fast 11 Sekunden, 10,7. Verborgenheit brauche ich nicht drauf eingehen. Überlebensfähigkeit, ja, ist noch ganz okay, 29.000. Denn die Module habe ich schon voll ausgebaut. Ich habe schon den B-Rumpf. Beim A-Rumpf wäre das aber nicht großartig was anderes gewesen. Der A-Rumpf hat mehr Sekundärgeschütze und keine Flak. Das kann man eigentlich an der Stelle noch sagen. Und warum auch immer die Artillerie mit dem A-Rumpf etwas schlechter ist, weiß ich gerade nicht so genau. Ich glaube, wegen der Feuerleitanlage kann ich mir vorstellen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Jo, dann würde ich sagen, wir gehen mal ins Spiel. Im Spiel erzähle ich euch dann noch ein bisschen über die South Carolina. Seines Zeichens auch in der Realität das erste wirkliche Schlachtschiff der Amerikaner. Aber was es damit auf sich hat, verrate ich euch dann gleich.
So, da sind wir im Spiel. In netter Weise ein Top-Tier-Gefecht. Und zwar auf der Map Großes Rennen. Da wir Top-Tier sind und es auf Stufe 3 bekannterweise kein Flugzeugträger gibt, haben wir da nochmal, ja, das Große losgezogen, könnte man sagen. Gegen uns stehen zwei Kavachis als Schlachtschiffe. Und ansonsten relativ viele Kreuzer, drei Zerstörer. Von den Zerstörern muss ich aufpassen, weil irgendwie habe ich da die Eigenart in letzter Zeit gehabt, dass ich den immer so ein bisschen reingefahren bin. Ich bremse jetzt extra für den, weil ich weiß auch nicht warum oder was er sich hier denkt. Aber ja, es dauert halt sehr lange, bis ich bremse, ne? Ist halt ein Schlachtschiff. Was macht er denn? Kollege, jetzt fahr doch mal. Ich hab doch schon gebremst für dich. Jetzt bleibt er stehen, oder was? Ach Gott, ey, was ein Troll. Das ist mir auch einer. So, ich werde mal darüber fahren. Das ist nämlich die andere Kawachi. Und auch drei. Das ist eine St. Louis noch, eine Chester und eine Samson. Ja, vielleicht kurz was zur South Carolina. Ich glaube, die Kiellegung war 1906, also ein relativ altes Schiffchen. Und vom Stapel gelaufen ist sie dann 1908. Und ja, glaube ich zumindest. Oder wurde das Projekt so gestartet? Die South Carolina, was auf jeden Fall wichtig ist, die South Carolina war das erste wirkliche Schlachtschiff der Amerikaner, wenn man ja von diesen Linienschiffen weggeht. Also, ich sag mal so, die geistigen Vorläufer, die geistigen ja, Vorläufer kann man eigentlich sagen, der Schlachtschiffe waren die großen Linienschiffe. Da ist ein bisschen Dampf hinter den Kugeln, aber ich glaube, der Schuss war nicht ganz so gut. Vielleicht habe ich da noch. Ah, jetzt dreht er sich gerade leider rein. Machen wir mal hier so einen. Die geistigen Vorläufer der Schlachtschiffe waren die Linienschiffe. Und die wurden ja dann so langsam auch Richtung Ersten Weltkrieg, kamen ja dann die sogenannten Panzerschiffe, wie sie vielleicht der ein oder andere auch kennt. Und ja, man könnte sagen, die South Carolina fiel darunter. Das waren ja dann auch wirklich sehr schwere Schiffe, die so ein bisschen konzeptuell in Richtung Linienschiffe ging. Ja, das war halt doof, dass ich da jetzt noch den Schuss drauf gesetzt habe. Die so ein bisschen konzeptuell in Richtung Linienschiffe ging. Heutzutage hat sich das alles ja ein bisschen gewandelt. So richtig überschwere Schiffe gibt es nicht mehr, weil sie strategisch meistens gar nicht mehr so wirklich ins Konzept der Heere passen oder der Armeen passen. Ja. Aber das ist auf jeden Fall vielleicht ganz interessant, dass es so das erste wirklich größere Schlachtschiff der Amerikaner war. Wann es gesunken ist, weiß ich nicht ganz. Ich glaube irgendwann in den 20er Jahren. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch versenkt worden, das Schiff. Anfang der 20er war das irgendwann. Oh, das tat weh. Da haben wir noch gleich im Brand gesteckt. Der dreht sich sogar so ein bisschen. Mal schauen. Ah, fuck, jetzt dreht er sich sogar noch schneller. Oh! Ah, er wäre weitergefahren, hätte ich ihn sogar getroffen. So, wir können gleich mal zu PW wechseln, weil da kommt gerade ein Schlachtschiff auf uns zu. Und zwar die große Kawachi. Und das war wenigstens mal ein kleiner Treffer. Ich glaube, die Tenryu brennt sogar noch da hinten. Jawohl. Sehr schön. Das freut einen doch. So, wir werden mal richtig schön ranfahren. Dummerweise habe ich gerade nur zwei Türme, die drauf schießen können. 3, 2, 1. Ich werde mal so ein bisschen versuchen, die Mitte des Schiffes zu treffen. Ja, das war ja wirklich mega mau, wie die Kugeln geflogen sind. Schade drum. So ein paar richtige Hits und dann hat man eigentlich fast schon den Damage raus. In dem Spiel.
dreht er sich auch noch so doof. Ah, dreh dich weiter, dreh dich weiter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, ich krieg nicht so richtig den Winkel hin, dass ich ihm ordentlich einer reindrücke. So, wir sind auf Sekundärfeuerreichweite. Übrigens. Er dreht sich gerade weg. Ich versuche ihm noch eine mitzugeben. Ah, schade. Ja gut, dann werden wir jetzt noch eine Salve reindrücken. Also, taktisch unklug ist vielleicht, dass er mir den Arsch zudreht, weil ich da ordentlich was reindrücken kann an Schaden, aber... So, was haben wir da? Die St. Louis. Ich werde mal auf HE bleiben. Ich meine auf PB bleiben und mal sehen, was ich der drücken kann. Die haut natürlich auch ganz gut Damage raus. Zwei Kanonen sind nach vorne gerichtet. Ah, das ist ein bisschen... fast schon ein bisschen zu weit. Oh, das war ein schöner Zitadellentreffer. Dann drehen wir uns mal. Jawohl. So, der hat mir aber gut Schaden noch reingedrückt. Habe ich ja gerade gar nicht mit gerechnet. Ja, Top-Tier macht die South Carolina wirklich Spaß. Es ist natürlich immer so eine Frage. Viele fragen auch, ob die japanischen oder die amerikanischen Schlachtschiffe besser sind. Ihr könnt mir da auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare posten, falls ihr beides gespielt habt. Ich selbst habe da nicht so viel Erfahrung. Ich habe zwar die Kavari oder ich habe die Japaner eine ganze Weile in der Closed Beta gespielt und habe dann auch die Amerikaner angefangen, die amerikanischen Schlachtschiffe. Ich habe das Gefühl gehabt, dass anfangs zumindest fand ich die South Carolina besser als die Kavari. Die Kongo oder die Fuso fand ich aber dann besser als das amerikanische Pendant. Also ich glaube, dass es da auch wieder so ein paar Highlights oder so ein bisschen sich differenziert, je nachdem auf welcher Tierstufe man fährt. Aber ich weiß auch nicht, was sich da getan hat. Wie gesagt, da wurde ja viel auch noch an den Werten so ein bisschen gedreht. Ich wechsle jetzt mal auf HE, wenn das... Schlachtschiffchen der Zerstörer da gleich irgendwie um die Ecke düst. Von vorne ist eine St. Louis. Wir drehen mal die Türme auch in die Richtung. Also ich kann das nicht genau beurteilen. Da bin ich ganz ehrlich. Oh. Da hatte die St. Louis verfehlt mit seinen Torpedos. Ärgerlicherweise hängt er voll im Cap drin. Ich würde mir wünschen, dass die mal aufgeht. Der Typ. So, schauen wir mal. Die Türme drehen sich jetzt auch so langsam. So schnell bin ich nicht. Aber ich glaube, die Samson sollte auch fix genug sein. Wobei die daher noch hinterm Berg steht. Ach, scheißen Dreck. Die St. Louis hätte viel früher reinfahren sollen. Ey, wenn wir das jetzt verlieren. Ich kotz ab, ne? Die stehen halt beide da hinterm Berg. Oh yes. Da wurde jemand gedecapped. Ja. Auf die Wakadacke. Oh, ich hab ihn getroffen. Habe ich das Ruder gerade getroffen? Ich habe den kritischen Treffer leider nicht gesehen. Scheiße. Er ist hin. Dann wechsle ich wieder zu PB. Ehe ich da dran bin. Da ist auch irgendwo noch eine Chikuma. Die scheint sich komplett zurückgezogen zu haben. Hat vielleicht keinen Bock mehr. Ah, ich brauche noch ein bisschen, bis ich an der St. Louis bin. Aber sie fährt mir ja zumindest so ein bisschen entgegen. Was ganz nett ist. Die andere könnte eventuell auch gleich hin sein. Ah ja, wir schauen mal. Ich werde gleich mal gucken, dass ich den treffe. Der fährt ein bisschen schräg. Jetzt macht er sich gerade... Jetzt stellt er sich ein bisschen gerade hin.
gesehen. Ein Treffer immerhin. Drehen wir meine anderen Türme so, dass ich zumindest nochmal zum Schuss komme. Komm, 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 komm. Ja, ja, verdammt. Knapp. Da fährt er irgendwo lang. Ja, aber zu weit. Ja, schade. Hm. So, und der andere versteckt sich jetzt. Warum habe ich jetzt eigentlich gerade schon wieder so einen blöden Ping? Es ist wirklich eine Zumutung. Aber ich habe den Internetanbieter endlich gekündigt. Also ich hoffe, bis nächsten Monat habe ich dann wieder ordentliches Internet. Dann geht es auch wieder los mit Livestreams. So vielleicht mal das dazu. Und ja, denke mal, dass ich dann eben auch wieder ein bisschen mehr auf Twitch machen kann. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, ob die Kanonen präziser sind als die von der Kawachi. Auf jeden Fall mag ich die Anordnung der Türme eigentlich ganz gerne. Also gerade nach vorne und dann mal das Ganze angucken. Schönes Schiff. Also schick ist es ja schon. Auch in Anbetracht des Alters. So. Er ist am Campen auf H10. Hä? Dann ist er aber nicht am Campen, ist er wahrscheinlich eher AFK. Würde ich vermuten. Naja. Wird jetzt wahrscheinlich in die letzte Ecke. Das ist immer das Beste. Das wäre what the fuck. Aha. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Mein Spiel hat sich einfach mal kurz minimiert. Mhm. So. Ja, ein Zitadellentreffer ist schon mal ganz nett gewesen. Ich glaube, ein bisschen Schaden habe ich zumindest auf der Kawachi gemacht. Also da waren ein paar Schüsse dabei, die so in den 2000ern lagen. Bei der St. Louis ja ansonsten auch. Da waren ja auch ein paar Schüsse bei, die ein bisschen mehr Damage gemacht haben. Also ich werde mich auf jeden Fall in den Cap stellen. Das kann ich schon mal verraten. Ich werde sowieso nicht mehr rankommen und ich habe keine Lust, dass der Zerstörer dann vielleicht sogar dann noch failt und zerstört wird, weil ich mir nicht vorstellen kann. Und wir dann dadurch verlieren, weil wir nicht rechtzeitig cappen oder ihn zerstören. Das hatte ich nämlich schon mal. Naja. Der wird sich wahrscheinlich echt irgendwo in der letzten Ecke verstecken. I10, H10, J10. Vielleicht J9. Ach, da ist er. Jetzt kommt er dann doch mal. Vielleicht ist es auch ein Bot oder so. Kann mir auch gut vorstellen. Ich bleibe auf jeden Fall erstmal bei PB. Ich weiß gerade nicht genau, ob das gegen die Chukuma die ideale Wahl wäre oder ist. Aber es ist ein Kreuzer und ich werde jetzt einfach mal sie behandeln, wie ich einen normalen Kreuzer behandeln würde. Und auf einem Kreuzer wie zum Beispiel St. Louis oder so würde ich auch mal mit PB schießen. Er kommt mir aber auf jeden Fall entgegen. Das bedeutet, ich kann gleich auf ihn schießen, wenn er soweit gerade einen geraden Kurs fährt. Jetzt zum Beispiel. Gucken. Ah, schade. Vielleicht noch ein bisschen warten sollen. Ich war zu ungeduldig. Ah, die Samson haut seine Torpedos raus. Er fährt irgendwie voll in die Torpedos rein, so wie das aussieht. Ja, ja, das ist ein Donkey. Bam. 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 Ich habe ihn sogar noch einmal getroffen. Ja, was soll man da noch sagen? Jetzt kommen die zweiten Torpedosalve.
Der bleibt, macht einfach nichts, das ist ein Bot, oder? Das war ein Bot, glaube ich. Das war ja merkwürdig. Einfach stehen geblieben. So. Ach, bin im Mittelfeld. Na, so eine Trauer. Aber trotzdem immerhin knappe 40.000 Schaden. Mit einem T3er. Ein Zitadellentreffer, 1.700 Erfahrungspunkte. Und 76.000 Credits an in Summe. Ja, dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon wieder. Hoppala. Für diese Runde. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Falls ja, lasst mir noch ein Däumchen da. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ja, bis dann. Ciao.